Hallo Freunde, willkommen zum neuen Vlog. Es ist Matchday-Woche. Die Vorbereitung hat ein Ende, das ist extrem geil. Und es geht endlich wieder rund. Wir haben eine Mission in der Rückrunde. Ihr habt das Testspielvideo gesehen, ihr habt die Transfers gesehen. Also die Weichen sind gestellt, auf jeden Fall Gas zu geben. Und ja, darum geht's diese Woche. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Dodo. Wir haben Montagmorgen, also die Woche geht direkt los. Mit Krafttraining. Ich bin noch sehr müde, habe schwere Beine vom Spiel gestern. Aber wie wir alle wissen, ist Krafttraining die beste Regeneration. Und deswegen geben wir jetzt Gas. Mitten hier in Düsseldorf. Schönes Wetter. Tag und Woche beginnt gut. Hi Dodo. Wir haben uns lange nicht gesehen, zumindest du die Kamera nicht. Wie geht's dir? Ganz gut. Freust du dich, dass ich hier bin? Immer, weißt du doch. Jetzt. Ach, lüg nicht. Was machen wir heute? Weiß ich nicht. Gut. Den Kadaver bewegen. Okay. Ich bin topfit. Was willst du? Ich bin topfit. Ey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Oh. Wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on a jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom. Boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Yeah. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Noch was zu sagen? Geht trainieren. Jawohl. Boah, ich bin durch. Boah, mir war sogar zwischenzeitlich irgendwie ein bisschen schlecht eben. Keine Ahnung. Ist manchmal so. Ihr habt Dodo gehört, geht trainieren. Ich bin froh, dass ich was gemacht habe und ich wünsche euch, wenn ihr das seht, eine gute Woche. Von Dodo in die Deutsche Bahn. Ich bin auf dem Weg nach Hamburg. Dort ist die Spobis, das ist die Sport-Business-Messe und ich halte da einen Vortrag vor ein paar hundert Leuten, keine Ahnung, wer sich das anhören will, mit Konzi, Mike und Tobi, mein Manager, auf der Bühne. Es geht um Influencer-Marketing und wie ich mit Firmen zusammenarbeite. Und ja, geht so eine halbe Stunde und dann düse ich heute Abend auch schon wieder mit dem Zug nach Hause, weil ich morgen um 14 Uhr wieder auf dem Platz stehe und Training habe. Deswegen, ja, so ist der Plan. Kurz in Hamburg, aber cool, ich lieb's unterwegs zu sein. 6½ hours later. So, ich warte jetzt hier auf Konzi und dann laufen wir so 1 Kilometer zur Messe. Ich bin sehr gespannt. Ich werde euch das später zeigen, wie es da aussieht. Ich glaube aber, dass es nicht so spannend ist für den Vlog, deswegen ich weiß nicht, wie viel da reinkommt. Aber ich warte jetzt auf Konzi und dann gehen wir mal rüber. Ist ja empfehlt, was ist das ja für dich? Du Akkreditierung. Ja, kommen, ist trotzdem noch cool. Ja, auch Akkreditierung, oder ich bin jetzt auch. Hä? Welcome. Welcome, welcome. Mike auch am Start. Das heißt, wir drei sind gleich auf der Bühne und erzählen ein bisschen. Ja. Bist du aufgeregt? Ich weiß nicht. Wer hört sich das an? Wir waren schon so fast 300 Leute da. Und es sind nicht so Jugendliche, sondern nein, eher so Brands. Ich schwör's dir, hier, das ganze Event sind nur Leute im Sakko, Anzug und so, und dann sind wir hier. Aber wir sind die Game Changer. Ja, anscheinend. Schauen wir gleich. Gesehen. Deswegen freue ich mich wirklich sehr auf diese Gesprächsrunde, zu der ich herzlich begrüße. Was macht dir am meisten Spaß und was funktioniert bei deinen Followern am besten? Bruder, bei Gott, ich habe doch selber keine Ahnung. Wäre aber toll, wenn alle hier den Like-Button auseinandernehmen und ein Abo dalassen. Ansonsten wäre natürlich übertrieben cool, wenn sich Firmen bezüglich einer Partnerschaft gerne bei meinem Management melden. Oh Leute, ich bin wieder zu Hause. Ich glaube noch so 3,5 Stunden jetzt mit der Bahn gefahren. War aber recht entspannt. Ich habe erst Tottenham-Brentford geguckt und dann Liverpool-Chelsea. Also wenn Fußball läuft, dann geht die Zeit echt schnell rum. Morgen steht 2x Training auf dem Programm und dann Fokus auf Sonntag. Ich freue mich brutal auf den Saisonbeginn. Let's go. Wir haben Donnerstag, 12 Uhr. Ich bin auf dem Platz, drehe Reels und habe gleich um 14:30 eine Individualeinheit, Torabschluss und so Strafraum-Szenen und so. Und heute Abend Mannschaftstraining. Ich glaube, ich werde gut schlafen heute. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah.
Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on a jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Yeah. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Es ist Matchday, Freunde. Die Winterpause war lang genug. Ich bin auf dem Weg nach Wattenscheid. Wir haben gleich noch Videoanalyse und dann fahren wir mit dem Bus nach Finnentrop. Finnentrop ist wo im Siegerland, Sauerland, Deutschland auf jeden Fall. Ich freue mich extrem. Das Wetter ist maximal beschissen. Wir haben 9 Grad und Regen. Aber ihr kennt das als Fußballer, wenn man einmal nass ist, ist es egal. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg nach Finnentrop. Wir sehen uns gleich. Da bin ich, aus der Kommentatorenkabine, Freunde. Ein bisschen ungewohntes Umfeld hier. Ich sitze im Hotelzimmer. Ich bin gestern nach dem Spiel direkt losgedüst, weil ich heute einen Termin habe und kommentiere das Ganze jetzt morgens früh. Deswegen sehe ich vielleicht auch noch ein bisschen müde aus. Hier aus dem Hotelzimmer. Lasst gerne ein Like auf dem Video da. Ich versuche das Ganze so schnell wie möglich für euch hochzuladen. Und ich würde sagen, wir schauen einmal kurz auf die Tabelle und dann rein ins Spiel. Viel Spaß euch. Es tut echt weh, auf die Tabelle zu gucken. Wir sind auf dem 18. Platz mit 7 Punkten. Spielen in Finntrop. Auf dem 7. Platz mit 24 Punkten, also echt eine sehr stabile Mittelfeldmannschaft. Und ja, Freunde, wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir punkten, egal gegen wen. Deswegen starten wir jetzt rein ins Spiel. Viel Spaß euch. Wir laufen ein in Finntrop, Umut und ich, zum Schluss auf dem Kunstrasen hier. Und es fängt gleich auch noch richtig an zu regnen, nicht so geil. Wir starten mit folgender Aufstellung rein. Lübke spielt im Tor, dann die Viererkette Nils, Morre, Freddy und Kami. Davor alleinige 6, Eddy, Nico und Philly auf 6 und 8, Umut und Ada als Captain rechts und links und ich bin vorne drin. Wir starten rein in der ersten Minute. Wir haben Anstoß in Rot und Finntrop ist in Grün und spielen erstmal nach hinten. Und ihr werdet jetzt gleich auch sehen, wir springen jetzt in die 7. Minute. Wir haben Finntrop erstmal machen lassen, standen relativ tief, haben nicht vorne angepresst und das war auch erstmal richtig gut in den ersten Minuten, weil wir gut dadurch ins Spiel gekommen sind. Stabilität hatten und ja, wir standen relativ gut gegen den Ball und es ist echt in den Anfangsminuten relativ wenig passiert. Das wird sich gleich aber ändern. Hier gibt es Einwurf für Finntrop und hier auch die erste Ecke. Die wird kurz ausgespielt und jetzt im 1 gegen 1 wird der Ball zurückgelegt und hier der erste Abschluss, der dann von uns nochmal geblockt wird und dann der Nachschuss geht neben den Kasten, war aber gar nicht so ungefährlich, wenn der aufs Tor kommt. 10. Minute kommt Finntrop wieder nach vorne, linke Seite war sehr aktiv bei denen, Freddy erobert hier zuerst den Ball, dann hat Kami den Ball, wird von hinten gepresst und dann kommt Finntrop nochmal nach vorne, bringt jetzt mit der Nummer 13 den Ball in die Mitte und der Ball kullert durch, weil am zweiten Pfosten keiner ist, der nicht besetzt ist. Also Finntrop hier auf jeden Fall die ersten Chancen im Spiel. 11. Minute, kommt wieder das erste Mal nach vorne, Ball auf mich. Ich lasse auf Nico klatschen. Nico verlagert auf Umut rüber die Seite. Was macht Umut? Spielt erstmal nach außen auf Nils. Wir hatten auch Ballbesitz und ja, was jetzt passiert, seht ihr. Umut dribbelt in die Mitte, spielt nochmal auf Philly. Philly auf Nils. Nils gibt jetzt einen schönen Panner. Zack, durch und dann gibt es aber Einwurf. Also es ist nicht so krass viel passiert am Anfang. 13. Minute, Freistoß hier von Finntrop, gar nicht schlecht geschossen. Bam! Ich weiß nicht, ob Lübke da gewesen wäre, ging knapp übers Lattenkreuz. Also echt ein guter Freistoß aus der Position, muss ich sagen. Hier erstmal geklärt von Finntrop, dann hat Philly hier in der Mitte den Ball, spielt auf mich, ich lasse abtropfen. Philly spielt jetzt hier auf Ada, Ada ist frei vom Tor, es ist aber abseits und im Nachhinein ärgerlich, weil ich finde, Philly muss in der Situation einfach schießen. Er macht es richtig gut, gutes Zusammenspiel von mir und ihm und jetzt nimm dir doch den Schuss. Ada ist halt leider im Abseits, deswegen ist nichts draus geworden. Und ja, aber coole Aktion von den beiden, richtig gut. 16. Minute, ich lasse den Ball auf Ada klatschen. Ada will mir hier spielen, wir behalten aber den Ball und ich will rüber auf Umut spielen. Der wäre frei gewesen, aber schlechtes Abspiel von mir. Richtig, richtig dumm. Schlechtes Abspiel und dadurch ist Finntrop jetzt den Ballbesitz und treibt den Ball nach vorne. Nico macht aber ein richtig geiles Tackling, erobert den Ball zurück und zieht jetzt hier den Freistoß. Also sehr gute Aktion von Nico mit seiner Dynamik im Zentrum. Hat er sehr, sehr viele Zweikämpfe gewonnen. Sehr, sehr stark. Umut hat jetzt hier den Ball dribbelt und bringt den Ball vors Tor. Und dann komme ich oder ich bin Schritt zu spät und Ada wird gestört. Und somit ja, schießt er den Ball neben das Tor.
gute Chance und richtig gut durchgesetzt auf der Außen von Umut. Und ja, 17. Minute erobern wir hier den Ball. Philly dribbelt den Ball auf die Kette zu, steckt mir den Ball durch. Ich habe den Ball und überlege, was mache ich. Sehe, dass Ada am zweiten Pfosten winkt. Bring den Ball rein. Und Ada, ja, trifft den Volley, aber auch sehr bedrängt und kann den Ball leider nicht aufs Tor bringen. 24. Minute, Fintrop spielt den Ball nach außen. Und hier, ja, das ist ein sehr unnötiges Foul von Kami, weil er eigentlich nach außen dribbelt, gar nicht so gefährlich ist. Und Kami zieht hier einen Freistoß. Der kommt in die Mitte. Und es steht 1-0 für Fintrop. Sehr ärgerlich. Wenig Absprache bei uns. Und dann, ja, muss ich sagen, macht Fintrop es auch gut. Gutes Timing beim Kopfball. Aber ich finde, den musst du klären. Ja, so ist es. Es steht 1-0. Und ja, wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Aber schon scheiße. Weil ich finde, wir waren eigentlich recht gut im Spiel dann drin. Es war ausgeglichen. Jetzt steht es 1-0 für Fintrop. Wir kommen jetzt hier nach vorne. Umut treibt den Ball sehr gut nach vorne, steckt jetzt auf mich durch. Ich will auf Umut wieder stecken, der kommt nicht an. Wir bleiben aber im Ballbesitz. Ich dribbel von außen in die Mitte und schieß einfach mal. Und der ist gar nicht schlecht, aber wir gehen nicht auf den zweiten Ball und dadurch bleibt es nicht gefährlich. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich nehme den Schuss. Dadurch, dass der Rasen nass ist, wird er gefährlich. Und wenn wir da ein bisschen schneller auf dem zweiten Ball sind, wird es, glaube ich, richtig gefährlich. Aber das war so der erste Abschluss auch von mir. 31. Minute kommt Fintrop wieder nach vorne. Hier über die Nummer 17 und der denkt sich jetzt genauso wie ich eben, ich schieße einfach mal und ja, Lübke hier auch im Nachfassen, also der Platz war nass, war für die Torhüter echt schwierig, die Bälle festzuhalten und ja, hier langer Ball von Lübke, die erobern den Ball durch Philly, bleiben im Ballbesitz, ich lege auf Philly ab, hat man durch den Pfosten nicht so gut gesehen, dann wird auf außen gelegt, Umut ist am Ball, spielt wieder auf Philly in die Mitte, jetzt nimmt sich Philly den Schuss und er geht knapp vorbei. Besser gemacht als eben, nicht mehr durchgesteckt, sondern selbst geschossen, gefällt mir auf jeden Fall gut von Philly. Gute Aktion hier und er geht knapp daneben. Somit steht es 1-0 zur Halbzeit, der Schiri pfeift ab. Aus unserer Sicht echt ärgerlich, weil ich finde, ihr könnt es gerne reinschreiben, wenn ihr es anders seht, dass wir gut im Spiel drin waren. Und ja, aber Fintrop hat diese eine Chance genutzt und wir waren unaufmerksam beim Freistoß und somit steht es 1-0. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auch in der Kabine gesagt, wir spielen einfach so weiter, wir werden zu unseren Chancen kommen und deswegen starten wir jetzt rein in die zweite Halbzeit. 46. Minute, Fintrop stößt jetzt an und ich lasse einfach mal durchlaufen. Langer Ball nach vorne, Kopfballduell für Fintrop, guter Doppelpass hier. Und dann geht es relativ schnell, Stecker nach vorne, Lübke pariert den Ball zuerst und dann wird der Ball einfach mal von der Nummer 10 vorne reingebracht. Wir klären den Ball irgendwie unaufmerksam und es steht 2-0. Was war das denn? Was machen wir da? Langer Ball nach vorne und dann jeden Zweikampf, den wir irgendwie führen konnten, verlieren wir. Und es steht in der 46. 2-0 für Fintrop. Der schlimmste Start in die zweite Halbzeit, den man haben konnte. 47. Minute und wir stoßen wieder an. Wahnsinn. Kompletter Schock. 48. Minute, eine Minute später gefühlt, kommt hier der Ball in die Mitte von Philly. Ich mache den Ball fest und jetzt lege ich auf Umut ab und Umut schießt. Und es steht 2-1. Anschlusstreffer zum perfekten Zeitpunkt. Sorry, dass die Kamera hier ein bisschen mit Regen voll ist. Das wird sich gleich ändern. Ihr seht es jetzt hier gleich nochmal aus einer anderen Perspektive. Philly spielt jetzt hier den Ball nach vorne. Ich mache ihn fest. Und dann stochere ich den Ball irgendwie zu Umut. Und Umut macht sehr, sehr überlegt. Unten rechts in die Ecke. Richtig geil. Und ich glaube, jetzt wird die Kamera auch sauber gemacht. Und wir haben wieder ein bisschen klareres Bild. Oder in der nächsten Szene. So sieht es nämlich jetzt aus. 49. Minute. Wir wussten natürlich, wir haben noch genug Zeit, deswegen, wir haben ein bisschen vorgeschoben, sind jetzt aber nicht komplett vorne drauf gegangen und ja, wir waren jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut im Spiel, aber Fintrop, muss man echt sagen, ist immer gefährlich geblieben und gerade durch lange Bälle, sowas wie hier, wo sie dann die Kopfballduelle gewinnen und das war echt nicht ohne, wir mussten immer achtsam bleiben, dass Fintrop hier nicht gefährlich wird. Hier erobert Freddy aber den Ball und spielt jetzt auf Nils und Nils holt jetzt hier den Einwurf raus. Also Fintrop immer gefährlich geblieben und wir hatten jetzt aber deutlich mehr Spielanteile und hatten das Gefühl, ey, hier geht auf jeden Fall was, obwohl wir 2-1 hinten lang. Umut dribbelt jetzt in die Mitte, spielt auf mich, ich lege ihn mir einmal vorbei, schieß und der Ball war ein bisschen zu schwach geschossen, zu mittig. Trotzdem Abschluss von mir einfach mal genommen, finde ich immer wichtig als Stürmer. Und ja, Fintrop dribbelt jetzt hier in die Mitte, wir erobern aber den Ball und dann geht es relativ schnell. Jetzt wird der Ball auf Nico gespielt, Nico mit seinem Tempo dribbelt ins Zentrum, hat nicht so richtig eine Anspielstation und wird dann komplett gelegt. Also eine ganz klare gelbe Karte, sieht der Schiedsrichter auch so und Nico zum Glück nicht verletzt oder irgendwas. Jetzt eine richtig gute Aktion hier in der 61. auf Umut, Umut legt sich den Ball vorbei. Spielt in die Mitte, der Verteidiger klärt nicht so richtig. Ich lege mir den Ball einmal nach links, nach rechts, schieß und der Ball ist drin. Ich mache mein Tor
Und Junge, das war so ein geiles Gefühl. Richtig gute Einzelaktion von mir. Leg mir den Ball hier vorbei. Ist natürlich nicht so hart geschossen, aber der Torwart sieht den Ball, glaube ich, sehr, sehr spät erst. Und dadurch, ja, steht es jetzt 2-2. Wir sind komplett im Spiel drin. Jubel war natürlich richtig ausgelassen. Alle geil am Feiern gewesen. Richtig gutes Gefühl. 63. Minute kommt Finntrop erstmal wieder nach vorne. Morre erobert aber hier den Ball. Und dann geht es über die linke Seite ab. Hier macht es Fili richtig gut, dribbelt hier auch noch einen aus und dann spielt er den Ball in die Mitte. Und dann will Nico hier einen geilen Stecker auf Umut spielen. Finde ich eigentlich richtig gut, die Aktion. Aber der Ball ist ein bisschen zu spät und dadurch kriegt Umut den Ball nicht mehr. 65. Minute geht es erst für uns nach vorne. Nils ist jetzt hier am Ball und verlagert den Ball in die Mitte. Nico dribbelt auf die Kette zu wie eben und dann ist aber der Fehlpass hier und es geht jetzt schnell. Finntrop schaltet um, spielt den Ball nach links vorne, der Ball ist nicht im Aus, sondern sie sind noch dran, dribbeln jetzt hier in die Mitte und wird zurückgelegt der Ball und ja, hier wird der Abschluss von Eddie geblockt, der jetzt hier den Ball klärt und dann hat Finntrop den Ball, spielt hier nach außen und dann läuft Nils das richtig gut ab und der Stürmer hat keine richtige Option und spielt den Ball ins Aus. Also echt, wie ich es eben gesagt habe, Finntrop ist gefährlich geblieben und jetzt hier auch wieder über die rechte Seite im 1 gegen 1, Morre lässt einen Fuß stehen, der Schiedsrichter pfeift das und gibt im Nachhinein auch noch Gelb für Morre, finde ich sehr, sehr hart. Im Nachhinein kannst du aber auch sagen, der Spieler wäre im Strafraum gewesen, von daher Gelb vielleicht auch okay. Freistoß kommt hier rein und dann hat Lübke den Ball im Nachfassen, wäre auf jeden Fall gefährlich geworden. 72. Minute haben wir jetzt hier den Ball erobert, gutes Zusammenspiel von Eddie und Nils, genauso auch von Umut und Nils. Und Nils spielt jetzt auch nochmal mit mir den Doppelpass und dann einfach ein Sniper im Stadion gewesen. Einer ist einfach weggerutscht. Und aber trotzdem gute Aktion, richtig viele Offensivaktionen jetzt von uns dabei. Fili verlagert jetzt hier den Ball auf außen. Und Ada hat den Ball, denkt sich, er flankt einfach mal in die Mitte und der Ball wird zuerst geklärt und Eddie rutscht jetzt hier aber leider weg, wie gesagt, Rasen war nass und Finntrop schaltet um, das können die richtig gut und Kami sieht sich hier gezwungen, die Notbremse zu ziehen und zu faulen und auch Kami kriegt hier die gelbe Karte, also es war eine gute Härte auf jeden Fall im Spiel drin. Für mich ist das Spiel jetzt vorbei, 82. Minute, Lohr kommt jetzt rein, ein großer Stürmer, der die Bälle festmachen sollte und ja, vielleicht nochmal zu der einen Chance kommt, um hier den Deckel drauf zu machen und drei Punkte zu holen. Fili hat hier mehrere Optionen, dribbelt sich dann aber am Ende fest und ja, jetzt sind wir in der 86. Minute und Finntrop kommt nach vorne und hier über den Sechser, der denkt sich, ich schieß einfach mal, ist aber nicht wirklich gefährlich und Lübke kann den Ball abfangen. 88. Minute, das Spiel ist fast vorbei. Nils vertändelt hier den Ball, aber jetzt guckt euch den Einsatz an, er geht zurück, grätscht und verhindert den Gegenkonter. Das war echt der Unterschied, wir haben uns in alles reingeworfen, so geil, dann sind wir jetzt in der 90. Minute. Finntrop flankt den Ball rein, das ist nicht gefährlich und jetzt guckt euch diesen Abschlag an. Lücke pölt den Ball lang auf Umut, richtig guter Laufweg auch von Umut und wir rücken gut nach, sind dann im 4 gegen 4, spielen zurück auf Jamal. Jamal schießt und was ist das? Es steht 3-2, ihr seht's, wir rasten alle aus, es steht 3-2, wie krass ist das denn? Ey, kompletter Wahnsinn, wirklich. Und ja, ihr seht's hier am Jubel, alle sind komplett ausgerastet. Ich kann euch aber sagen, das Spiel ist noch nicht vorbei. Finntrop hat es auch nochmal stark gemacht, kommt hier in der 92. nach vorne, spielt hier den Ball nochmal in den 16er rein und dann wird's richtig gefährlich und Lübke hat den Ball, Lübke hält den Ball fest und ihr seht's an Morris' Reaktion, er geht zu Lübke und dann in der 95. Minute ist das Spiel endlich vorbei und wir drehen das Spiel von 2-0 auf 3-2, Freunde, genau. Das sind die Spiele, die Siege, die wir jetzt brauchen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe, wie die Stimmung nach dem Spiel war. Nach 2-0, 3-2 gewinnen. Für mich Assist und Tor dabei gewesen. Also besser hätte die Rückrunde nicht starten können. Es sind aber auch die ersten drei Punkte. Wir müssen noch einige davon holen. Aber einen besseren Start hätte es für uns, glaube ich, hier nicht geben können. Kurzer Blick auf die Tabelle nach dem Spiel. Wir stehen natürlich immer noch auf Platz 18 jetzt, aber mit 3 Punkten mehr und 10 Punkten auf dem Konto. Und ja, wie man schon sieht, der Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen ist auf jeden Fall geringer geworden. Und das macht auf jeden Fall Hoffnung auf die Rückrunde. Deswegen sehen wir uns nächste Woche. Ich bin jetzt schon völlig außer Puste. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzugucken. Wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche. Bleibt bis dahin sportlich und viel Erfolg euch bei euren Spielen. Und dann sehen wir uns. Haut rein, euer Kasa. Ciao, ciao.